Die erste Halbzeit in der zweiten Liga ist zu Ende. 15 von 30 Partien sind gespielt. Wir ziehen eine erste Bilanz mit dem Absteiger der letzten Saison, dem SKN St. Pölten. Bei uns heute zu Gast hier im KRONE Sport Talk Helmut Schwarzl, Präsident vom SKN St. Pölten. Wie ist denn jetzt so der Status? Ist der SKN in der zweiten Liga angekommen? Naja, wenn wir auf die Tabelle blicken, dann sind wir noch nicht angekommen. Es war uns bewusst, dass das ein schwieriger Start wird. Eine große Veränderung, ein Abstieg heißt für einen Verein wirklich einen massiven Einschnitt. Aber ich denke, die letzten Spiele zeigen, dass wir im Bereich einer Wende sind und uns in Zukunft wesentlich besser präsentieren werden. Bevor wir uns mit der Zukunft beschäftigen, starten wir mit einem kleinen Rückblick. Mai 2021, drei Tage entscheidend ein bisschen über das Schicksal des SKN. Zuerst eben das Bundesliga-Relegationsspiel gegen Austria Klagenfurt, 0:4 Niederlage auswärts, dann daheim in den V-Arenen 0:1 Niederlage. Dann stand es in Stein gemeißelt, der SKN wird absteigen. Wie hast du als Präsident diese Schicksalstage in Erinnerung? Naja, wir brauchen nicht drüber reden. Das war der Tiefpunkt meiner Präsidentschaft, definitiv. Bis zuletzt hofft man natürlich durch die Chance der Relegation, dass wir in diesen beiden Partien doch noch die Wende schaffen. Leider ist es in Klagenfurt dann massiv daneben gegangen und damit war es für mich klar, dass wir auch im Heimspiel diese Wende nicht mehr schaffen können und unten sind. Und ja, emotional eine brutale Zeit, ich sage es ganz offen. Aber das Jahr davor oder die ganze Saison hat natürlich schon gezeigt, dass es einen möglichen negativen Ausgang auch geben kann. Die Saison war mehr als durchwachsen, wenn wir zurückschauen. Ja, eben in der 32. Runde gab es dann am Ende gesamt 5 Siege, davon auch nur 9 Unentschieden, 18 Niederlagen für den SKN. Nach 5 Jahren eben der Abstieg. Jetzt hat sich viel geändert, vieles ist anders, vieles ist neu. Wie bist du jetzt zufrieden mit den neuen Umständen, die jetzt herrschen beim SKN St. Pölten? Ja, nach der Verarbeitung dieses ersten Schocks, wenn man so will, muss man natürlich schnell an die Arbeit gehen und die Weichen stellen für die zweite Liga. Das heißt massive Einschnitte in jeglicher Hinsicht, einerseits wirtschaftlich, aber auf der anderen Seite auch sportlich, weil ein Großteil der Spieler ja nicht bereit war, auch in der zweiten Liga beim SKN zu bleiben. Somit mussten wir den Kader neu formieren. Das heißt sehr viele Aufgaben, die vor uns lagen und ja, und natürlich auch sehr viel Unsicherheit, wie wird es sein. Aber mittlerweile, denke ich, geht es. Wir wissen, was wir zu tun haben und ich freue mich auf die zweite Hälfte der Saison. Schauen wir uns die letzten 15 Spiele an in der zweiten Liga, die sind jetzt schon gespielt. Der SKN liegt mit 18 Punkten jetzt auf Rang 9 in der Tabelle. Man konnte sich jetzt in den letzten Spielen den Top-10-Platz sichern. Der Start war eher holprig, 1:2 Niederlage gegen Rapid 2 da. Der Start in die neue Saison in der 9. Runde, dann aber doch der Aufschwung, das Highlight, der 6:1-Erfolg gegen den GRK mit dem Doppelpack von George Davis zum Beispiel. Dann wiederum die Niederlage in Kapfenberg, das Unentschieden gegen Steyr. Kann man sagen, hat sich jetzt ein bisschen eingependelt oder gibt es vielleicht auch einen Aufwärtstrend? Ich denke, der Aufwärtstrend ist ganz klar. Nachdem wir die ersten Runden ja kaum Punkte gemacht haben, war natürlich auch ein unglücklicher Start mit der Stadionproblematik. Die Spieler haben sich auf das Heimspiel gefreut, dann kurzfristig war das nicht möglich. Also die Dynamik am Beginn war dann schon eine negative und leider kamen wir dann in die Abwärtsspirale. Wenngleich die Trainer immer gesagt haben, sie brauchen Zeit, um ihr Spielsystem zu etablieren. Ja, es hat lange gedauert. Wir haben diesen langen Atem beweisen müssen. Aber mit dem besagten Spiel von dir war der erste Hoffnungsschimmer da. Und dann die Siege vor allem gegen Amstetten, dann GRK und zuletzt auch gegen Innsbruck zeigen schon, dass wir, glaube ich, jetzt die Wende geschafft haben und hier definitiv mitspielen werden. Die Bilanz, 5 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ist man da, kann man sagen, zufrieden mit diesen ersten 15 Spielen? Nein, kann man nicht sein, das ist gar keine Frage. Ich meine, wir alle wollen natürlich Erfolge. Das ist uns am Anfang nicht gelungen, daher ist die Bilanz absolut nicht positiv. Aber der Trend ist jetzt positiv und wir glauben an das Trainerteam, wir glauben an den Kader. Und daher bin ich jetzt schon etwas beruhigter. Du hast den Start angesprochen, der war eben mehr als holprig. Man musste ausweichen auf das Stadion in Wiener Neustadt. Denkst du, wäre diese Platzproblematik nicht gewesen, wäre dann eventuell ein besserer Start möglich gewesen?
Ich denke schon. Ja. Es ist psychologisch ist immer wichtig, wie steigt man in die neue Saison ein. Und wir hatten grundsätzlich eine sehr gute Vorbereitung. Das heißt, wir waren eigentlich guter Hoffnung, dass das auch dann in der Meisterschaft umsetzbar sein wird. Und dann waren die Umstände wirklich sehr, sehr negativ. Ja. Wir hatten ja kein Heimspiel. Auch das zweite Spiel war kein Heimspiel de facto. Und damit konnten wir auch diesen Heimspirit nie so richtig übertragen. Und daher meine ich schon, dass es ein schwerer Start war. Und natürlich war es auch dann in den einzelnen Matches oft sehr knapp. Ja, wir hätten sie gewinnen können, haben es dann doch nicht geschafft. Und somit waren dann relativ viele Spiele am Ende, wenn man so will, vergeigt. Ja, und dann ist es schon schwierig, wenn in den Köpfen sich hier eine gewisse Unsicherheit breit macht. Viele neue Spieler, die Mannschaft noch nicht so kompakt, dann ist eine große Gefahr da, dass natürlich diese Negativschraube weitergeht. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir das am Ende geschafft haben und insbesondere dann dieses, wenn ihr so will, das Match, das die besondere Wende war das Match gegen Amstetten, wo der Druck sehr hoch war, ein Derby, wenn man so will, Amstetten sehr gut unterwegs und da haben wir bewiesen mit dem 4-0, dass wir wieder da sind. Was war da mental anders? Also wie habt ihr mit den Spielern gearbeitet, dass man eben dieses Erfolgserlebnis am Städten GAK oder eben auch Innsbruck erreichen konnte? Also gerade wenn du sagst, okay, holpriger Start, mentale Abwärtsspirale, wie seid ihr da rausgekommen? Es wurde grundsätzlich immer positiv gearbeitet, aber die Abläufe haben eben nicht noch so funktioniert. Und das braucht eben Zeit, weil das Spielsystem ein komplett anderes ist. Und gleichzeitig war es auch wichtig, diesen Teamgeist und diesen gemeinsamen Willen, das Feuer wirklich auf den Platz zu bringen, entsprechend zu entwickeln. Und da wurde sehr hart daran gearbeitet, gemeinsam mit vielen Gesprächen, sehr intensiv mit den Trainern. Und am Ende, denke ich, ist das auch ganz gut gelungen. Der SKN ist ein bisschen als der Favorit, kann man sagen, die neue Saison gestartet, hat sicher mit Abstand einen der besten Kader in der zweiten Liga. Man hat eine gute Vereinsstruktur. Gab es da vielleicht jetzt mehr Druck, dass man sagt, okay, von außen wird jetzt Leistung erwartet? Hat man sich die nicht selber gemacht oder wie habt ihr darauf reagiert? Es gab definitiv einen großen Druck, ja, weil von vornherein hat es geheißen, der SKN als Absteiger ist der Favorit für die neue Meisterschaft. Wir wissen aber statistisch, dass es kein Verein noch in der Tat geschafft hat, nach dem Abstieg wieder den Wiederaufstieg zu erlangen. Und also uns war das bewusst, dass es schwierig wird, dieser Einstieg. Aber in der Öffentlichkeit war der Druck enorm groß. Das heißt, intern haben wir den Druck nicht gemacht, dass wir sagen, ihr müsst jetzt und wir wollen aufsteigen. Das ist zwingend, das war nicht der Fall. Aber trotz allem, in der Öffentlichkeit ist der Druck da und das spüren die Spieler, das spüren die Trainer. Und insofern war es für uns sicherlich ein etwas schwierigerer Start als für unsere Konkurrenten in der Liga. Gerade auf Social Media gab es immer wieder Kritik. Liest man das auch oder blendet man das vielleicht aus? Also ich denke, die Trainer und die Spieler werden es lesen. Ich persönlich lese es nicht, ja, ich sage ganz offen, weil mein Ziel ist es einfach positiv zu bleiben, mich an den Fakten zu orientieren und das bringt mir einfach zu viel negative Energie, wenn ich all diese Kommentare lese. Jetzt natürlich die große Frage, ist ein Aufstieg in dieser Saison realistisch? Du hast es schon angesprochen, bis jetzt hat es jetzt noch kein Verein, ich glaube seit 25 Jahren nicht geschafft, den Wiederaufstieg nach dem Abstieg direkt zu schaffen. Was denkst du? Im Moment sprechen die Fakten ganz klar dagegen. Wir sind Neunter, wir haben einen riesen Punkteabstand zum Tabellenführer. Aber ich sage niemals nie, das ist völlig klar. Wir haben noch 15 Spiele, es werden noch 45 Punkte vergeben. Wir müssen einfach Spiel für Spiel denken und vor allem auch schauen, dass wir jetzt einmal unsere Leistung konstant auf den Platz bringen und abgerechnet wird am Ende. Das wäre eh die nächste Frage gewesen. Denkt man jetzt Spiel für Spiel, wie du sagst, oder ist dann doch noch der Wiederaufstieg das große Ziel, das man vor Augen hat, oder einfach nur die Leistung Spiel für Spiel? Also meine klare Botschaft an die Trainer war es, wirklich auch von Spiel zu Spiel zu denken. Das tun sie auch, wir sind ja Profis. Und das ist das, was, glaube ich, im Sport auch wichtig ist. Man muss fokussieren, man muss wirklich das nächste Ziel im Auge haben und das ist das Spiel. Und wenn das gut funktioniert, dann ist es ein Stück weit wieder ein Schritt nach vorne. Und nur darum geht es. Ja, die Tabelle ist schön, aber am Ende zählt das nächste Spiel. Du hast es angesprochen, es werden noch einige Punkte vergeben. 15 Spiele stehen noch aus. Was muss jetzt noch passieren? An welchen Schrauben muss gedreht werden, gerade wenn man die Erfahrungswerte aus den ersten 15 Spielen herannimmt? Ja, ich glaube, man muss die positiven Tugenden jetzt verstärken. Ja, und die wurden gezeigt in einzelnen Spielen.
Und man muss natürlich an den Schwächen arbeiten. Und wir sehen ganz klar, wenn wir die Spiele betrachten, dass wir uns eher schwer tun gegen vermeintlich schwächere Gegner, die sehr defensiv ins Spiel gehen. Also hier unser Spiel quasi durchzuziehen, das gelingt uns momentan noch nicht. Wie zuletzt gegen Steyr oder auch gegen Kapfenberg, die Auswärtsniederlage. Und da muss massiv etwas verbessert werden, dass quasi die Leistung auch wirklich konstant abgerufen wird und auch gegen solche Mannschaften dann entsprechend die Punkte eingefahren werden. Also das ist eine Schwäche quasi angesprochen. Was wäre zum Beispiel eine Stärke, die du jetzt schon herauslesen kannst aus dem neuen Kader zum Beispiel? Ja, die Stärke ist durchaus, dass wir sehr präsent sind am Platz, dass wir sehr aggressiv attackieren, sehr hoch stehen und damit auch die Mannschaften durchaus in Schwierigkeiten bringen. Das haben wir mitunter auch gegen Salzburg gezeigt im Cup. Ja, war sehr lange ein sehr offenes Spiel. Wir haben es auch gegen Lustenau gezeigt. Es wurden dann leider keine 3 Punkte, aber ich denke, man hat hier schon gesehen, dass wir auch gute Mannschaften massiv unter Druck setzen können. Ja, und mit einem konditionsstarken Kader dann bis zur letzten Minute zu fighten und die Möglichkeiten suchen, das wird unsere Stärke in Zukunft werden. Also daran wird auf jeden Fall noch weiter aufgebaut werden. Du hast angesprochen, Austria-Lustenau, aktueller Tabellenführer, 37 Punkte. Siehst du die als die großen Aufstiegskandidaten oder wird sich da vielleicht noch was tun in der Tabelle? Ne, Lustenau hat einen unglaublichen Lauf. Ja, sie haben einen sehr guten Kader, sie haben einen Topscorer in der Mannschaft und die Leistung ist wirklich hoch einzuschätzen. Man sieht momentan keine Schwächen. Wenn also hier mental nichts passiert, glaube ich, wird der Lustenau weiter die Punkte machen. Und wenn die aufsteigen können, dann werden sie aufsteigen. Schauen wir kurz zum Kader. Wir haben auch vorher schon kurz darüber gesprochen. Anfangs natürlich die große Frage, welche Stammspieler werden in der zweiten Liga mit dabei sein? George Davis zum Beispiel, Daniel Schütz sind geblieben. Wie konnte man besonders solche Spieler, die quasi die goldenen Zeiten oben miterlebt haben, motivieren, dass man sagt, okay, jetzt nochmal gemeinsam für die Sache anzukämpfen und vielleicht auch einen Wiederaufstieg zu schaffen? Einerseits sind das Spieler, die sehr gern für uns gearbeitet haben und gespielt haben, die auch, ich sage mal, das Klima, die Atmosphäre und die Möglichkeiten sehr schätzen. Und andererseits, glaube ich, ist das genau eine besondere Herausforderung, auch für solche Spieler zu sagen, ja, wir sind jetzt am Boden, unter Anführungszeichen, ja, wir müssen uns wieder nach oben kämpfen und wir wollen einfach Teil dieses Kampfes sein und mit unserer Erfahrung hier mithelfen, dass das auch gelingt. Und das ist, denke ich, eine interessante und große Herausforderung, ja, aber auch besonders spannend. Alles neu im Kader, kann man sagen. Einige alte Gesichter, würdest du sagen, wäre der Kader Bundesliga-tauglich? Könnte man mit dem Kader auch oben spielen? Im Idealfall ja. Wenn jeder seine Leistung abrufen kann und das Zusammenspiel gut funktioniert, denke ich, ist es möglich. Ob wir stabil gute Leistung bringen können, dann in der Bundesliga, ist jetzt noch schwer abzuschätzen. Wir sind einfach noch in dieser Konstellation zu jung. Ja, es gilt noch viel Arbeit zu leisten, dann kann man die Frage vielleicht objektiver beantworten. Schauen wir jetzt mal, abgesehen vom Kader, auch zum Thema Trainer. Ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. In der Historie des SKN gab es ja schon einige mit Karl Daxbacher, zum Beispiel der Aufstieg 2016, Didi Kübauer, der dann zu Rapid Wien gewechselt ist. In dieser Saison heißt das du Stefan Helm und Emanuel Pogatetz. Was ist deine Einschätzung? Wie findest du die Leistung von den beiden in den letzten Spielen und wie findest du sie als Trainer du? Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung für die beiden Herren. Ich habe sie jetzt besser kennenlernen können. Sie sind wirklich tolle Menschen, sehr gute, hart arbeitende Trainer, die extrem engagiert arbeiten mit der Mannschaft, die eine Spielidee haben, die sie wirklich konsequent verfolgen, die auch empathisch sind und auf die Spieler eingehen können. Das heißt, wir erleben momentan wirklich einen noch nie dagewesenen Spirit in der Mannschaft und einen Teamgeist. Und das macht mir extrem Hoffnung, dass wir auch erfolgreich sein können, weil das sehe ich als eine der wichtigsten Voraussetzungen. Und das Zeug haben die beiden Herren, die miteinander hervorragend auch zusammenarbeiten und sich sehr gut ergänzen. Und deshalb war es für mich auch nie eine Frage der Trainer in der schwierigen Zeit, sondern ich bin bewusst, diese zwei Herren, die passen ideal zu uns und ich hoffe, dass wir noch lange mit ihnen zusammenarbeiten. Ist das so ein bisschen die neue Strategie des SKN, dass man sagt, okay, keinen voreiligen Trainerwechsel, wenn jetzt die Leistung nicht passt, sondern okay, man möchte jetzt am Trainer festhalten, man möchte für Beständigkeit sorgen, denn alles ist neu, der Kader ist neu, das Team ist neu, dem Ganzen auch Zeit zu geben? Definitiv. Ich glaube,
Es gibt auch viele gute Beispiele, die gezeigt haben, zum Beispiel der LASK in der Vergangenheit. Man muss auch den handelnden Personen die Zeit geben. Dinge müssen erarbeitet werden. Das geht im Sport nicht von heute auf morgen, wie auch sonst nirgends. Und diese Ungeduld, dass man sofort dann wieder den Trainerwechsel macht, das ist gescheitert. Ja, auch sicherlich bei uns gescheitert in der Vergangenheit. Und wir werden jetzt Kontinuität beweisen. Wir müssen von vorne beginnen. Wir müssen etwas aufsetzen, das auch dann im Falle des Aufstiegs Bestand hat. Und wir wollen ja nicht das Abenteuer, wie wir es jetzt erlebt haben, wiederholen. Das heißt, man hat in den letzten 5 Jahren ca. 8 Trainer gehabt. Die beiden wären auch Anwärter für eventuell Bundesliga? Für mich ganz klar. Ja, die Absicht ist, länger zusammenzuarbeiten. Das Vertrauen haben sie. Ich sehe jetzt überhaupt keinen Punkt, warum ich daran zweifeln sollte. Kommen wir ganz kurz noch zu VfL Wolfsburg, Kooperation. Was ist da so dein Eindruck in den letzten Monaten und was ist da noch geplant? Welche Ziele gibt es da noch? Ja, zunächst muss man, glaube ich, sagen, diese Kooperation ist wirklich ein historisches Ereignis für unseren Verein und ganz, ganz wichtig in dieser jetzigen Situation. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Wolfsburg auch bereit war, in der zweiten Liga diese Kooperation einzugehen. Ist absolut nicht selbstverständlich. Ein deutscher Spitzenklub in der Champions League und wir jetzt in der zweiten Liga. Die Kooperation funktioniert auf Augenhöhe. Wir haben hier bestes Einvernehmen, sehr wertschätzenden Umgang miteinander, sehr zielorientiert und fokussiert. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance für uns. Ja, natürlich muss es auch für Wolfsburg entsprechend einen Vorteil bringen. Den werden wir versuchen zu bringen, natürlich. Aber ich sehe hier ein langfristiges Projekt, das einfach große Möglichkeiten für uns eröffnen wird. Auch noch eine kurze Frage, Thema Organisation, organisatorisches. Nach 7 Jahren war es zu Ende General Manager Andreas Blumauer. Ist jetzt nicht mehr auf seinem Posten. Gibt es da schon irgendwelche News, Thema Nachbesetzung? Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, wir sind natürlich fleißig daran, hier die Weichen zu stellen für die Neubesetzung. Es gibt eine Reihe von Bewerbern, die Gespräche laufen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir bis zum Jahresbeginn hier einen neuen, wahrscheinlich Mann präsentieren werden können. Was kann man jetzt sagen? Sind abschließend die Ziele für die nächsten Spiele, vielleicht auch für die nächsten Jahre? Wann werden wir den SKN vielleicht wieder in der Bundesliga sehen? Naja, ich denke jetzt einmal kurzfristig, klar, es gilt einmal hier wirklich stabil anzukommen in der zweiten Liga. Das ist einmal das erste Ziel. Wir wollen in der zweiten Hälfte beweisen, wie leistungsfähig wir sind. Und ich sage ganz ehrlich, unser erstes und wichtiges Ziel ist vor allem vor dem GRK und vor Innsbruck zu sein. Das ist möglich mit dem Punkteabstand. Das heißt, hier mal die Stabilität. Parallel dazu wollen wir natürlich auch wirtschaftlich uns konsolidieren. Auch hier eine große Herausforderung, die vor uns liegt. Also kurzfristig einiges zu tun. Weiter die Vertiefung mit eben Wolfsburg, ganz ein wichtiger Punkt. Wir sind erst am Anfang und natürlich der Fokus Aufstieg ist völlig klar. Der SKN gehört in die erste Liga, gehört in die Bundesliga. Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und das Ziel muss dann ganz klar sein, im nächsten Jahr auf vollen Angriff die Weichen zu stellen und es im nächsten Jahr zu ermöglichen. Abschließende Frage, am Wochenende ist es soweit, ihr trefft wieder auf Rapid, wird es da die große Revanche geben? Was ist dein Tipp, wie geht's aus? Naja, ich sage 3 Punkte. Ich glaube, wir haben jetzt die Qualität und die Stärke, Rapid zu schlagen. Aber man darf kein Match unterschätzen, alle Gegner sind auf gutem Niveau, aber dennoch glaube ich an 3 Punkte. Dann sage ich viel Erfolg für die Zukunft, für die nächsten Spiele und vielleicht eines Tages wieder in der Bundesliga. Herzlichen Dank für die Einladung. Helmut Schwarzel, Präsident vom SKN St. Pölten, bei uns hier im Talk, hier im KRONE Sport Talk. Ich sage euch danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.